2018. Wie man sieht, es ist noch Winter. Und ja, ich bin hier im schönen Hunsrück unterwegs. Ich habe gerade angefangen. Und ich laufe heute. Ja, die Tour hat mir der Moschel geschickt. Das ist bei mir ja, relativ in der Nähe, jetzt auch schon wieder übertrieben. Ich muss die 1,5 Stunden herfahren. Ich laufe heute mal die zur Erbachklamm. Das wird ein schönes Tal sein. Ja, jetzt weiß ich nicht, wettermäßig. Mal gucken, mit dem Schnee wird bestimmt sehr interessant. Bin gespannt. Ja, wenn ihr Lust habt, kommt mit und viel Spaß dabei. So, ja, ist ganz schön hier. Ein bisschen kalt ist es, das heißt kalt, so ein bisschen klamm, war sehr feucht. Es gab Schnee heute Morgen noch. Hier im Tal ist kaum was angekommen. Und die Wege jetzt hier sind ein bisschen ja, schwierig. Es ist nass, wie gesagt. Hier gibt es teilweise Schieferstein,
der herausschaut im Boden, und wenn er nass ist, ist er besonders rutschig, da muss man wirklich aufpassen. Aber ansonsten ist es echt schön hier, also wie man sehen kann, nehme ich an. Ganz toll hier. Macht Spaß. Also, weiter geht's. Bis später. So, angekommen an der Erbachklamm. Ja, ist echt schön hier, Sonne kommt teilweise raus und es ist ein schöner Wasserfall, der da hinten aus der Felsspalte rausplätschert und den Krach im Hintergrund macht. Echt toll anzusehen. Ich habe ein paar Bilder gemacht gerade, die wird es dann im Video zu sehen geben. Ich hoffe, die sind einigermaßen was geworden. Und ja, jetzt muss ich mal langsam gucken, wie es weitergeht. Und muss mir mal ein Plätzchen suchen, wo ich ein Päuschen mache. Da unten gibt es zwar eine Bank, aber hier ist mir ein bisschen zu feucht. Ich glaube, ich gehe ein bisschen höher, wo die Sonne ist. Und da koche ich mir schon was zu essen. Also dann, bis später. Mal kurz gucken hier. Ja, da hinten geht es dann gleich weiter. Also, bis später. Tschüss. Hallo nochmal. Ja, ich habe jetzt den Hauptteil der Erbachkamm hinter mir gelassen und am Anfang war ich so ein bisschen so, ist das eine tolle Wanderung, ja oder nein? Weil es sich ein bisschen gezogen hat, bis es richtig schön wurde, aber mittlerweile ist es echt richtig schön geworden und das trotz der Jahreszeit. Es hat auch seine Reize. Hier gibt es überall rechts und links Wasserfälle, die hier runterkommen. Überall plätschert das Wasser. Das ist echt richtig toll gemacht und der Weg ist auch schön angelegt, obwohl er wirklich schwierig zu gehen ist teilweise, hat man ja gesehen, mit Klettersteig und sowas, und hier kann man nochmal schön den Bachlauf sehen, also richtig klasse. Und ich bin ja richtig tief im Tal drin, kann man da sehen, also im Frühling oder im Sommer muss das hier echt traumhaft schön sein, kann man sich hier auch mal, wenn es zu warm wird, sehr schön die Füße abkühlen. Also macht echt Spaß und ich habe immer noch nichts gegessen, weil ich hier alle paar Meter anhalte und das genieße hier. Also ich gehe mal weiter, dann bis später. Tschüss!
So, heute gibt es Ungartopf. Lecker Nudeln hier. So, noch ein Käffchen, ne? Lecker. Oh, schön warm. Ja, das war die Erbachklamm. Ich habe sie mal allzu weit bis zum Auto. Da hinten ist schon der Ort. Da hat man auch die Musik gehört von dem Fasching. Heute ist Rosenmontag. Und ja, nach dem Kaffee packe ich meine Sachen zusammen und dann geht es zurück nach Hause. Tour hat Spaß gemacht. Heute Morgen hat es noch richtig kräftig geschneit, aber da ist nichts liegen geblieben. Und ja, die Erbachklamm lohnt sich auf jeden Fall mal sich anzuschauen. Vielleicht sogar noch mal im Sommer wiederkommen. Und da gibt es noch rechts und links noch ein paar Wege, die könnte man sich auch noch anschauen. Ja, das hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Soll mal einen Schluck Kaffee trinken hier, ich bin ganz ausgetrocknet. Den ganzen Tag nichts getrunken. Ja, erste Tour. Danke an Hoschel. Du hast mir die geschickt mal, diesen Link zu der Tour, und jetzt habe ich sie gemacht und mir das angeschaut und ich bin auf die Fotos gespannt und ja, hat Spaß gemacht. Und ich freue mich schon auf die nächste Tour, die wir zusammen machen. Wir haben nämlich schon zwei weitere Touren geplant dieses Jahr. Der Hoschel ist auch schon kräftig am Laufen. Der war jetzt auf dem Brocken unterwegs mit einem Freund. Und ja, dann wird es demnächst wieder was zu sehen geben. Also, macht's gut. Tschüss. Lecker Kaffee. Jawohl. Unglaublich. Wir haben es eigentlich noch nicht mal Mitte Februar. Und da oben sind die ersten Kraniche schon wieder auf dem Weg Richtung Norden unterwegs. Was heißt das? Der Frühling lässt nicht mehr lange auf sich warten. Yippie!